Wir möchten jetzt mal die Gelegenheit nutzen und einen gewissen Einstieg in die Algebra vornehmen. Das bedeutet also, wir werden uns etwas rückbesinnen. Wie weit haben wir uns bisher in den einzelnen Zahlbereichen bewegt? Ist es erforderlich, da eine gewisse Erweiterung vorzunehmen? Und als kleinen Ausblick wird es dann in Richtung Gleichungen, Termberechnungen, Gleichungen und Ungleichungen gehen und das Lösen derselben. So, das mal so als kleine Vorausschau. Wir werden heute ganz speziell uns einmal mit den Voraussetzungen für das Rechnen mit rationalen Zahlen beschäftigen. Also Rechnen mit rationalen Zahlen. Dieses Gebiet ist ein für meine Begriffe sehr, sehr wichtiges, weil das eigentlich mit einer der Grundvoraussetzungen zum Rechnen können selbst ist. Du wirst dich erinnern, wie wichtig das Rechnen im Bereich von natürlichen Zahlen ist. Damit hat man sich die ganzen ersten Schuljahre beschäftigt. Es wurde dann gewissermaßen erweitert. Es kam die Bruchrechnung dazu, das Rechnen mit Gemeinbrüchen und Dezimalbrüchen. Und trotzdem wurden immer wieder Grenzen erreicht und man stellte fest, dass irgendeine Operation nicht ausführbar war. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb man diese Zahlbereiche immer wieder erweitern muss, um einfach ein Allround-Mensch im Berechnen von gewissen Zusammenhängen sein zu können. Ich möchte mal so zurückerinnern, es ist sicher bekannt, du hast dich mit Zahlen beschäftigt, 1, 2, 3, 4, 5,5, 3,5, hast mit der 0 gerechnet, du hast im Prinzip dort richtige, schöne Sicherheiten gehabt. Und diesen Bereich, den beherrschst du auch, davon gehe ich aus. Probleme gibt es eigentlich immer dann, wenn ich im Bereich, zum Beispiel in den Bereich der Subtraktion komme und die Subtraktion, ich möchte es mal daran erinnern, Minuend minus Subtrahend gleich Differenz ist ja so ein Problem, das durchaus nicht immer zur Lösbarkeit führt. Das heißt also, es ist ja aus dem praktischen Leben bekannt, dass es ja auch zum Beispiel eine minus 1 gibt oder minus 2 ein Viertel oder minus 33,2 und ähnliches. Und dieser Zahlenraum insgesamt, der kommt unserem Bereich rationale Zahlen schon ziemlich nah. Man könnte das natürlich auch völlig anders begründen. Ich könnte sagen, 3 plus 4 gleich 7. Müssen wir nicht überlegen. Wie wäre es aber, wenn ich jetzt einfach mal sage, 3 minus 4? Da war das für den bisherigen Zahlenraum nicht lösbar. Also wäre das auch eine Begründung, um hier eine Erweiterung vornehmen zu müssen. Oder das sehr praktische Beispiele, dass man sagt, ich lege einen bestimmten Punkt auf der Oberfläche der Erde fest und gebe den an mit 10 Grad nördlicher Breite oder von mir aus 10 Grad westlicher Breite oder 25 Grad nördliche Breite oder 25 Grad südliche Breite. Das in Worten angegeben spielt, gibt es für uns jetzt in der Berechnung keinerlei Probleme, aber so wie ich dann in die praktischen Rechenaufgaben einsteige, dann wird es etwas komplizierter. Oder, wenn ich jetzt mal vom Gradnetz der Erde absäge, sagen wir mal, die Häufigkeit der Hochwasser in den vergangenen Zeiten. Ich muss also den Pegelstand der Flüsse angeben. Und diese Pegelstände geben also nicht nur Hochwasserstände an, sondern auch dann, wenn man sogenannte Niedrigwasser hat, also in Trockenzeiten im Sommer. Also das kann man wegen heißen
Ausgangspunkt ist normal 0, ist auch auf solchen Tafeln meistens gekennzeichnet. Und da könnte es passieren, dass man wegen so ein extremes Hochwasser mit 3,2 Metern, mit plus 3,2 Metern angegeben wurde. Aber es gibt auch Zeiten, dass man wegen der Schifffahrt nicht möglich, dann hat man wegen minus 1,2 unter normal 0. Das heißt also, es treten Zahlen auf, die mit einem positiven und einem negativen Vorzeichen versehen sind. Oder erinnern wir uns mal an die Prozentrechnung, an die Zinsrechnung. Es ging um Konten bei unserer Bank. Diese Konten können im positiven Bereich sein, sie können im negativen Bereich sein. Man kann also Vermögen haben, das wäre positiv. Und man kann natürlich auch Schulden haben, und dann wäre das negativ. Oder Temperaturangaben. Ich habe draußen plus 8 Grad Celsius, hatte auch vergangene Nacht minus 7,5 Grad Celsius. Ja, also das wären so mal so einige dieser praktischen Beispiele, die uns hier in Grenzbereiche bringen und diese Frage nach der Ausführbarkeit von Rechenoperationen zwingend notwendig machen. Natürlich weißt du aus deinem Erfahrungsbereich, dass 3 minus 4 minus 1 ist. Das weiß man. Ja, aber warum ist das so? Und das wollen wir jetzt uns einfach mal ein bisschen zu Gemüte führen. Ein solches Hilfsmittel ist zum Beispiel eine Zahlengerade. So, ich lege mal willkürlich einen Nullpunkt fest. Und bisher war es hier üblich, dass in allen deinen Schuljahren in diesem Bereich berechnet wurde. Da war das also keine Zahlengerade, sondern ein sogenannter Zahlenstrahl, der bei 0 begann und dann entsprechend fortgesetzt wurde. Es gab nach rechts kein Ende, es ging also Richtung unendlich. Ja, und es ist logisch. Pardon. Es ist logisch, dass natürlich das entsprechend spiegelbildlich zur Null fortgesetzt werden könnte. Dann würden wir also hier minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter erhalten. Das Ganze nennt man nun Zahlengerade. Vorher ein Zahlenstrahl. Setze ich das spiegelbildlich zur Null fort, ist es eine Zahlengerade. Und diese Zahlengerade, die dient einfach der Veranschaulichung dieser Zusammenhänge im Bereich der rationalen Zahlen. Und das wollen wir mal direkt hier benutzen oder zumindest vor unserem geistigen Auge auch ständig ausprobieren. Zum Beispiel 3 plus 4 würde bedeuten, dass ein Abschnitt 3 plus einen Abschnitt mit 4 Einheiten aneinanderfüge und hätte dann den Abschnitt von der 0 bis zur 7. Und so könnte ich natürlich auch sehr auf sehr anschauliche Art und Weise mir dieses Problem zu Gemüte führen. Ich habe den Abschnitt 3 und von dem subtrahiere ich einen Abschnitt 4, der 4 Einheiten lang ist, in entgegengesetzter Richtung. Also, einen solchen und einen solchen. 3 Einheiten minus 4 Einheiten. Wo man ankommt, ist eindeutig klar, minus 1. Ja, so könnte man sich das anschaulich also sehr leicht zu Gemüte führen und man kann dabei fast fehlerfrei arbeiten. Soweit erstmal als Vorspann zu dieser Angelegenheit. Was auch sehr wichtig ist, dass man dabei berücksichtigt, dass man Vorzeichen von Rechenzeichen unterscheidet. Ich müsste eigentlich jetzt exakterweise hier überall noch dieses Pluszeichen davor setzen. Diese Zeichen, die ich jetzt hier habe, diese Minuszeichen und Pluszeichen, das sind Vorzeichen. Wenn ich aber dieses Pluszeichen oder dieses Minuszeichen betrachte, dann sind das Rechenzeichen. Du weißt aus dem früheren Erfahrungsbereich, aus diesen Stoffgebieten, dass es noch andere Schreibweisen gibt. Ich könnte zum Beispiel, um diesen Unterschied zwischen Vor- und Rechenzeichen nochmal zu verdeutlichen,
diese Vorzeichen für diese Summanden mit in eine Aufgabe einschließen. Diese 3 sind positiv, also könnte ich auch sagen, plus 3, plus, das ist mein Rechenzeichen, diese 4 als Summand ist positiv, also plus 4, 3 plus 4 ist bekanntlich 7, also ergibt das plus 7. Vorzeichen, Rechenzeichen. Entsprechendes würde hier gelten. Vorzeichen, Rechenzeichen. Das mal als Andeutung gleich von weg, um hier irgendwelche Fehlerquellen, die sich da einschleichen können, von vornherein auszuschließen. Soweit erstmal hier jetzt zum Vorspann, rationale Zahlen.